Okay, jetzt haben wir die drei Schlüssel. Fehlen uns noch zwei, aber so wie es aussieht. Moment. Ja, bleiben uns nur noch Hauptmissionen im Moment. Ja, hier, diese hier. Erinnerungsanfang, genau. Ich kann mir überlegen, Tunnelsystem, das hier können wir nehmen, das ist sehr gut. Hier können wir hin, gerade überlegen. Ja, also wir nehmen das Tunnelsystem hier. Um. Oh, Moment, da ist ja auch noch eins. Hä? Okay, ne, nehmen wir das hier und gehen. Ja, komm da raus. Zum Glück werden sie ja, wenn wir in so einen Tunnel reingehen. Oh, wo ist der Ausgang? Wenn wir in so einen Tunnel reingehen, werden sie ja zum Glück angezeigt. Also werden uns auch die Hauptmission noch angezeigt auf der Map. Das ist, finde ich, sehr praktisch. Aber dann weiß ich auch genau, welches von den Tunneldingern in der Nähe ist von dem, von der Hauptmission. Oder von dem Ziel, wo ich auch hin möchte. Oh. So. Ey Leute, könnt ihr den nicht mal platt machen? Dankeschön. Alter, das hat jetzt zu lange gedauert. Ich hab doch gerade eben das Tunnelsystem aktuell markiert, oder nicht? Da war doch. Ach so, oder ist es drin? Im Assassinen-Tempel. Ach so, wie schwachsinnig. Nee, nee. Schmerzen wie die euren Geht können doch mal weg. So, oh, das ist doch einfach nicht zu glauben. So. Ach, Ezio, geh doch mal runter da. Okay, dann müssen wir das Tunnelsystem finden. Ja, da runter. Und dann bei der Hauptmission wieder rauskommen. Es ist doch endlich. So. Ah, so wie es aussieht, Moment. Man kann so ein richtiges Ding finden. So wie es aussieht, müssen wir jetzt mit den normalen Erinnerungen fortfahren. Da ist es doch. Mit den normalen Erinnerungen fortfahren, um dann endlich wieder Hinweise für den nächsten Masyaf-Schlüssel zu finden. Das heißt, wir haben es richtig gut aufgeholt mit den Schlüsseln und können uns jetzt gemütlich den ganz normalen Erinnerungen widmen, um sequenzmäßig weiterzukommen, um dann auch den nächsten Schlüssel zu finden. Okay, es fehlen noch zwei Schlüssel, aber die Sachen, also die Schlüssel können wir jetzt auch hinten anstellen, weil wir müssen jetzt hier. Geh doch hoch. Wir müssen jetzt nämlich normale Missionen weitermachen. So, wo ist die Mission drin? Ja, ich gehe mal stark davon aus, drin und nicht auf dem Dach. Müsste. Ja, hier. Dieser Teppich, unglaubliche Qualität. Eure Füße werden euch mehr lieben als euer Weib. Ich bin nicht verheiratet. Da seid ihr gut dran. Kommt, fühlt. Ihr habt heute viel verkauft. Ich habe überhaupt nichts verkauft. Die Janitscharen konfiszierten die meisten Teppiche, nur weil sie importiert waren. Kennt ihr Tariq Baletti, ihren Hauptmann? Er ist hier irgendwo ein arroganter Mann, aber. Ihr beleidigt mich, Herr. Ich kann nicht weniger als 200 Aksche nehmen. Letzte Chance. Wenn ich ihn finde, frage ich ihn nach den Teppichen. Ihr seid ein sehr falscher Jabanche. Einigen wir uns auf 180. 180 Aksche und wir bleiben Freunde. Die Janitscharen. Ezio und Süleyman verdächtigen den Janitscharen-Hauptmann Tariq Baletti mit den Templern im Bunde zu stehen. Finden und verfolgen sie ihn, um mehr zu erfahren. Volle Synchronisation, zwei Wachen mit Bomben ablenken. Okay.
Dann rüste ich mal kurz Bomben aus. Was haben wir denn? Stinkbombe, also ne, Moment. Ah. Rauchköderbombe, Splitterbombe. Nehmen wir mal die Rauchköderbombe. Hauen das hier hoch. Okay, Bombe werfen mit Dreieck. Oh. Eine Schatzkiste, die nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Bombe zerlegen, sie können Kirschbombe. Was jetzt? Kirschköderbombe. Warum hat er jetzt eine neue... Oh. Ist jetzt egal. Es ist doch so. Also jetzt brauche ich erstmal Wachen, um die volle Sequenz zu kriegen. Ah. Fußspuren. Ach, da sehen wir ihn doch auch. Alter, wohin läuft denn der? Okay, ich muss jetzt gucken, dass ich die Spur nicht verliere. Da ist er. Ich hoffe, Selim kehrt bald in eine Stadt voller Zuversicht und mit stärkerer Führung zurück. Verstecken, sie können auf Bänken sitzen, bla bla bla. Ich hoffe, dieses Mal. Was gebe ich nicht alles für einen guten Traum? Wow. Ich will unbedingt diesen Auftrag von B. Okay. Ich lasse mich einfach mal mitnehmen. Sehr nützliche Dinger sind das. Was war das für ein Nur leider in den falschen Händen. Yeah, sehr gut. Oh. Muss ich ihn folgen oder muss ich ihn erledigen? Ich glaube, unsere Familie. Ich denke, verfolgen, oder? Noch konnte ich nicht viel. Ja, da guckt jetzt erstmal, was da war. Oh, dann haben wir das Ziel wenigstens erfüllt. Ja, warum geht er jetzt zurück? Immer stärker werden. Meiden die Christen Seereisen auf ihrem Weg ins Heilige. Ja, ich weiß ja schon, was mein Ziel ist. Aber danke, dass es nochmal anzeigt. Was gebe ich nicht alles für einen guten Tropfen? Die Leute hier haben leider keinen Sinn für so etwas. Aber wem sage ich das? Wow, ganz knapp. Ganz knapp. Ja, muss ich ihn jetzt erledigen, oder? Ungültiges Ziel, also so kann ich nicht erledigen. Muss ich ihn doch verfolgen. Wenn es um Käse geht, geht doch nichts über die gute Schafsmilch aus der Alm. Nein, nein, der Prosciutto ist besser, aber ihr Bresciaola nicht. Dio. Was gebe ich nicht alles für einen guten Tropfen? Die Leute hier haben das. Na ja. Exzellenz, ich komme nur zu gern vorbei. Mit ein paar Kostproben natürlich. Da wohin will denn der laufen oder wie weit? Um die Gilde als Kunden bemüht. Geht doch mal weg. Ich weiß seine Empfehlung. Ach Gott. Nicht zu schätzen. Das könnte. Ah. Von allen Errungenschaften Mehmeds halte ich inzwischen den Bazar für eine der besten. Wenn ihr hier nicht arbeitet, habt ihr hier nichts verloren. Räumt den Weg! Was? Ey, ich wollte eigentlich nur in die Leute reinlaufen, damit ich nicht mehr gesehen werde und dann wird ich entdeckt. Hätte ich da stehen bleiben sollen oder was? Fach. Schwachsinn. Extrem lächerlich gerade gewesen. Verbessert sich deutlich. Von allen Errungenschaften Mehmeds halte ich inzwischen den Bazar für eine der besten. Wenn ihr hier nicht arbeitet, habt ihr hier nichts verloren. Räumt den Weg! Sehr gut.
lungert hier nicht rum. Ja, was soll ich jetzt machen? Weiter verfolgen oder wie? Das ist eine ganz merkwürdige Quest, finde ich. Mein Mann sagt immer, er sei ein schlechter Verwalter gewesen. Kennt ihr die alte Mühle bei Ballen? Ich lasse mich einfach mal eine Weile mitnehmen, weil ich raff gerade nicht, was ich machen soll. Töten darf ich nicht, ich darf nicht entdeckt werden. Soll ich jetzt die ganze Zeit verfolgen, oder was? Das ist doch so eine langweilige Quest. Ah. Es ist ein wichtiges Treffen. Sorg dafür, dass niemand mir folgt. Hier, es läuft ganz gut. Oh, viele Menschen. Ja, schubst euch gegenseitig. Arschloch. Was ein Arschloch, Alter. Kannst du mal wieder weiterlaufen? Dankeschön. Gut. Oh, es sind noch mehr Wachen. Ah, zum Glück meine Assassinen wieder. Oh, oh, oh. Er bleibt stehen. Unsere Farben sind also wieder gefragt. Aha. Dann hat sich das Geschäft also wieder erholt. Ich muss ein bisschen näher dran. Ja? Ha, seid nicht so bescheiden. Ich sah doch die Schlange vor euch. Was? Klar. Ich wurde entdeckt. Auf jeden Fall. Also da stimme ich denen auf jeden Fall zu. Bin ich? Wow. Ah, ich bin schon oben. Das ist praktisch. Das ist sehr praktisch. Na na. Ja, was noch mehr Wachen. Ach Gott, wie lange geht das? Egal. Wow. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Haha. Oh, Checkpoint erreicht zum Glück. Oh. Ihr da, ich komme morgen wieder. Und wenn ihr bis dahin nicht all diesen ausländischen Unrat entsorgt habt, werde ich ihn persönlich konfiszieren und in den Bosporus werfen. Räumt den Weg! Du musst sterben, Assassine! Sag mal, wie viele? Alter, die Meuchelmörder regen mich ja mal übertriebenst auf. Schon der zweite in dieser Mission. Ah, okay, ich sehe schon. Oh
Ich habe keinen Assassin gerade. Dein Tod wird langsam sein. Gut gemacht. Mann! Deine Qualen werden endlos sein. Greift an, los! Geh weg! Das ist unser Mann. Aber ich meine Assassin gerade hätte. Geht doch. Ja, zielt doch nicht auf ihn. Ihr seid so viele. Meine Güte. Ey, das ist wieder so. Was sagt er? Manuel stimmt dem Treffen mit euch zu, Tarik. Er wartet am Tor des Arsenals. Ein eifriges altes Wesel, nicht? Kommt. Boah, verdammt. Geschafft, oder wie? Aha, okay. Immerhin Synchronisation auf 100%. Das ist doch mal sehr schön. Okay. Dann, ja, auf zur nächsten Mission. Ich hasse solche Aufgaben, wo ich... Oh, Mann. Einfach die ganze Zeit unentdeckt hinterherlaufen muss. Das ist doch so langweilig. Da noch so viele Wachen, ja, ist klar. Zwei nervige Meuchelmörder noch gehabt. Also ich glaube, schlimmer hätte es nicht kommen können. Okay. Schön runtergefallen, Ezio. Gut. Wo haben wir das jetzt? Er geht mir so auf die Nerven, wisst ihr das? Ah, es geht auch so. Wahrscheinlich da hinten dran. Die Hauptmission. Und? Ach, da. Ihr dürft es jederzeit zählen, Tarik. Aber das Geld bleibt bei mir, bis ich die Fracht selbst gesehen und die Qualität geprüft habe. Verstanden. Ihr seid ein kluger Mann, Manuel. Vertrauen ohne Zynismus ist hohl. Es sieht gut aus, Tarik. Alles ist hier. Also, was nun? Ihr bekommt Zugang zum Arsenal. Wenn ihr zufrieden seid, wird die Fracht an einen beliebigen Ort eurer Wahl geliefert. Sind eure Männer bereit für die Reise? Aber natürlich. Polykala, ich lasse eine Karte für euch anfertigen. Okay, wer ist jetzt das? Sind wir aus demselben Grund hier? Einer meiner Männer sah die Ankunft einer Ladung Waffen im Arsenal. Das machte mich neugierig. Waffen? Die würde ich mir gern selbst ansehen. Falls ihr nicht alle umbringt, weiß ich nicht, wie ihr hineinkommen wollt. Ihr wurde zweimal gewarnt. Keine Händler an den Mauern des Arsenals. Schafft das fort. Ihr Heuchler! Würden eure Männer nicht bei mir kaufen, wäre ich nicht hier. Ihr seid schlimmer als die Byzantiner! Verräter! Oh! Hüte deine Zunge, Parasit! Selbst in Friedenszeiten werden die Armen immer unterdrückt. Wenn wir ihnen ein Ventil für ihren Ärger geben, könnte das unserer Sache dienen.